Leute, mein Name ist Santa Claus hier aus dem Winter Wonderland of New Babbage auf Microtech. Ja, Kills Damonson hier im Personal Hangar auf dem PTU 3.24, der jetzt offen ist für alle. Wir wollten hier schauen, wie die Frachtaufzüge funktionieren und generell wie dieser Personal Hangar aussieht. Ich bin jetzt im Arrowview Hangar auf New Babbage. Das ist für die Schiffsgröße. Carrick ist das größte Schiff, das ich besitze, zumindest. Und was mir am wichtigsten war tatsächlich, war herauszufinden, ob dieser mehr als drei Vehicles despawn noch existiert. Denn vorher war es so, wenn man irgendwie Fahrzeuge verladen wollte und dann mehr als zwei Fahrzeuge gerufen hat und sein Raumschiff schon draußen stand, dann hatte man mehr als drei seiner Vehicles und Spacecrafts aus dem Hangar draußen stehen und dann ist irgendwas despawned und alles war irgendwie weg. Und das war halt immer so das Supremum. Das scheint aufgelöst geworden zu sein und ich habe das für euch schon getestet. Das werde ich euch gleich einmal zeigen. Da drüben steht nämlich einmal die Buccaneer. Ihr habt dann auf der anderen Seite auch noch den Medivac, die Dragonfly, den STV, hinter mir noch den anderen normalen Ursa Exploration und auf der Seite den PTV. Und jetzt holen wir uns auch noch die Corsair. Na, hier seht ihr einmal die Buccaneer. Da hinten seht ihr dahinter so ein bisschen die Dragonfly rausblitzen. Eine Pisces habe ich da noch hingestellt, habe ich ganz vergessen. Der Medivac. Und dann ist da noch der STV, da sieht man noch ein bisschen die Lichter. Neben uns ist der Ursa und da ist der PTV. Den benutze ich übrigens, um durch den Hangar dann zu fahren. Also echt irre. Richtig, richtig, richtig gut. Ja, und jetzt würde ich sagen, holen wir die Corsair, damit ihr einmal seht, wie das aussieht, wenn man ein Schiff ruft. Ihr seht hier die große Plattform. Riesig, dieser Arrowview-Hangar. Ne? Und jetzt werden wir einmal die Corsair rufen. So. Caution, Abriegelungs, Holoband und die Alarmglocken sind laut, das Licht wird gedimmt und dann wird das hier vorne wieder schließen. Also die Klappe ist gerade einmal aufgegangen, damit das runterfahren kann und dann wird sich das jetzt einmal schließen, unten das Schiff verladen und wieder hochgehoben. Das dauert viel zu lange, die Kritik habe ich auch schon des Öfteren gehört. Ich persönlich mag dieses entschleunigte Gameplay tatsächlich. Es bringt ein bisschen Ruhe rein, nimmt ein bisschen Stress, weil da draußen im All wird es sehr stressig sein. Und generell finde ich, ist das sehr, sehr angenehm. Vor allem, wenn man, ich mag alles, was man so personalisieren und customizen kann. Und der Hangar ist ja eines von den Dingen, die, wo man das machen können wird und auch jetzt schon kann mit Decorations. Da werden wir uns auch anschauen, was das alles gibt. Und wer den letzten Short von Star Citizen auf YouTube gesehen hatte, der hat auch gesehen, dass vermutlich zur CitizenCon gut möglich irgendetwas bezüglich Player Homes dazu vorgestellt wird. Das sind auch dann wieder Orte, die man natürlich customizen kann und auch Decoration verkaufen kann und Dinge lagern. Das Ganze sollte hier persistent sein, zumindest was Decorations und Co. angeht, wenn man das hier so platziert. Wir schauen mal, was wir hier so hinzaubern. Ob die ganzen Vehicles und Schiffe, die ich jetzt hier hin platziert habe, hier auch bleiben, das weiß ich tatsächlich nicht. Das müssten wir uns dann angucken. Ich kann euch jetzt zumindest schon mal zeigen, was hier jetzt alles steht. So, da ist jetzt die Corsair eben hochgekommen. Der Ursa steht hier und ich würde sagen, wir steigen einfach mal in den PTV und fahren hier mal eine kleine Runde. Zeige ich euch den Hangar. Eine Runde aus der First Person, eine Runde aus der Third Person, dann habt ihr das Ganze mal ein bisschen konsumieren können. Genau, hier geht's einmal rum. Ui, da war ein kleiner Hubbel. Ich wollte euch zeigen, wie das aussieht, wenn man mit dem PTV stunt wäre. So, hier ist der Eingang zur Klinik und dann haben wir hier auf der einen Seite, was so aussieht wie eine kleine Werkstatt. Da steht unser STV drin, auch schön in schwarz. Ne, blockieren wir zwar den Personalweg, das ist aber in Ordnung. Ja, gibt es ja genügend andere Eingänge hier in diesem Hangar noch. Dann habe ich hier einmal den Ursa Medivac, der hier steht. Dann auch nochmal die normale Pisces Expedition. Und dann ist hier die Dragonfly. Und dann haben wir hier einmal unsere Corsair. Und da hinten die Buccaneer. Rein theoretisch könnten wir hinter uns, also da hinten, wo auch noch was frei ist, fahren wir mal kurz hin. Oh, düsen wir hier, ups, düsen wir hier mal lang. Da hinten ist auch noch ein bisschen was frei. Also diese Arrowview-Hangar für Schiffsgröße Carrick und Co. ist auf jeden Fall ideal, um hier noch mehrere Dinge abzustellen. Hier können entweder noch zwei Fahrzeuge und ein Fahrzeug in der Mitte oder wieder zwei Fahrzeuge und ein kleines Schiff in die Mitte oder halt wieder eine Buccaneer hier hin.
Das ist soweit kein Problem. Da, wo jetzt meine Buggy steht, könnten wir rein theoretisch auch noch kleinere Fahrzeuge an die Seite parken. Das werden wir in dem Fall aber jetzt nicht tun. Was wir tun werden, ist jetzt uns einmal den Frachtaufzug anschauen. So. Steigen aus. Ah, das ist auch nochmal ein Fleet Manager. Da kann man auch nochmal hier Dinge rufen. Okay, das da hinten ist unser Frachtaufzug und wir werden jetzt einmal hier Press to Open unseren Freight Manager öffnen und das erste, was ihr machen müsst, ist diesen, ja, diesen Fahrstuhl runterfahren und das macht ihr hier unten links mit Lower Elevator. So, das ist wichtig, weil sonst könnt ihr aufs Warehouse gar nicht zugreifen und auswählen, was ihr haben wollt. Na, ihr seht, das ist da jetzt geschlossen, der ist jetzt runtergefahren und jetzt ist das hier alles nutzbar. Was wir jetzt testen werden. Ich habe nämlich jetzt, glaube ich, keine großen Container, wenn ich mich nicht erinnere, oder habe ich ein paar? Oh, die kann man in Containern hochholen. Ach so. Kann man das? Oder warum sind die unter Container gelistet? Oder habe ich einfach, weil ich alles davon an habe? Oder weil ich die Rüstungen eben auch noch mit aktiviert habe? Ich mache die mal aus. Sonst habe ich nur die Container, genau. Unter Container kommt nämlich jetzt gerade gar nichts. Ich habe nämlich keine. So, könnt ihr dabei. So, bei Other. Was haben wir hier? Auch nicht. Was war das? Missions. So, Vehicles. Missions, also richtige Mission-Items dann wahrscheinlich, ne? Okay, was wir machen werden, wir werden mal ein paar Waffen rufen. Und ein bisschen Rüstung. Ich will mal sehen, wie das alles aussieht. Holen wir uns mal die großen Brecher. Die ziehen wir hier mal hoch. Kann man die eigentlich auch... Ja, könnten die alle in eine Kiste vielleicht? Ich weiß es gar nicht. Immer große Gewehre. Also was, einfach das, was hier los ist. Dann auch noch ein paar Pistolen. Das werden wir gleich alles holen. Ziehen wir hier erstmal alles rein. So. Warum nicht, ne? Schaut ihr denn nicht, die ganzen langen Waffen einmal reinzuziehen. Wenn man die Messer holt, wie sieht das aus? Und natürlich auch die Pistolen. Ja, lassen wir hier noch was da. Genau. So, und dann holen wir uns noch einmal diese Overlord-Rüstungen. Also die ziehe ich zwar ungern an, aber dann haben wir sie zumindest schon mal hier und können mal gucken, wie das aussieht. Diese Testweise einfach. So. Jetzt haben wir hier auch nochmal die Star-Kitten-Rüstung, können wir auch nochmal raufziehen. Und haben wir noch irgendwas? Ja, genau, dieser Pembroke, den ziehen wir noch mit rein. Auf lassen wir drin. Und... ja, das reicht auch erstmal. Gucken wir mal. Sonst haben wir hier vielleicht noch Utility-mäßig irgendetwas, was uns interessieren könnte. Vielleicht nicht. Nicht? Okay. Ist auch nicht so schlimm. Klebelt das. Jetzt haben wir das alles hier. Und jetzt können wir hier unten links wieder auf. Eigentlich. Das ist nicht das, was da stehen soll. Aber das ist der Pfeil nach oben. Ne? Damit werden wir dann den Hangar wieder hochrufen. Und das wird jetzt alles zum Hangar transferiert. Und der Ladebildschirm ist da. Und da sieht man, also wir können jetzt auch hier rausgehen wieder. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob das alles angekommen ist. Und tatsächlich haben wir alles da. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es nicht mit hochgekommen, aber wir haben ja keine großen Kisten gerufen, sondern ganz viele Kleinigkeiten. Wie viel hier raufpasst, seht ihr ja, das ist ja relativ viel, wenn ihr solche Sachen holt. Und dann haben wir hier die einzelnen Kisten an Rüstung, an Helm und auch an Waffen. So, und sogar die Messer, das liegt alles schön aufgelegt hier ran, auch immer wieder unten von den ganzen Mitarbeitern an meine Waffen ranging. Genau. So. Sehr schön. Seit wann ist die... Sieht doch so leicht bläulich aus, ne? Mhm. Ja, das sind die Frachtaufzüge. Das ist natürlich ideal, wenn ihr dann irgendwas habt, was ihr dann ins Schiff verladen wollt. Und beim großen Aeroview-Hangar habt ihr den Vorteil, ihr habt hier einmal einen Fahrstuhl, einen Frachtaufzug und ich meine... Genau, dort hinten habt ihr auch noch einen. Das heißt, wenn ihr mit mehreren Spielern unterwegs seid und es soll irgendwie schnell gehen oder ihr habt von beiden Seiten aus irgendwie Zeugs, was ihr verladen wollt, dann könnt ihr beide Aufzüge nutzen und könnt euch da so ein bisschen Arbeit abnehmen. Das ist alles richtig super. Also, gefällt mir sehr. Und ich muss hier einmal rüber springen. Ich müsste den SDV weiter vorne parken. So.
So, und hier werde ich mal die eine Waffe reinstecken. Genau. So. Sehr schön. Ja, das, liebe Leute, sind unsere Personal Hangar hier mit unseren Schiffen, die wir überall platzieren können. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch herausfinden, ob das Ganze persistent bleibt. Dafür werde ich mich einmal ausloggen und wieder einloggen und dann sehen wir uns gleich wieder hier. Und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, einiges davon bleibt hier noch stehen. Nur die Kurse in der Mitte, bin ich mir nicht sicher, ob die stehen bleibt, weil sie hier drauf. Aber wir werden sie einfach nicht storen. Mal schauen. Bis gleich. Ja, liebe Leute, ich versuche jetzt schon seit gefühlt zwei Stunden wieder in meinen Hangar reinzukommen. Der wird mir gar nicht mehr angeboten, der Large Hangar. Beziehungsweise habe ich mir jetzt einen Medium Hangar geholt, wo ich einfach nur die Corsa von den Terminals oben beim Terminal Spaceport gerufen habe. Und wir schauen uns jetzt noch einmal eine Sache an bei den Frachtaufzügen, nämlich das Wichtigste überhaupt, um das ein bisschen abschließen zu können. Ich kann euch leider aktuell nicht sagen, ob die Dinger an der Seite dort geblieben sind, an meinem Hangar oder nicht. Wie ihr ja seht, ich kann ihn halt wieder rufen. Also ich kann euch das nochmal zeigen. Ich kann mit euch einmal nochmal kurz zum Fahrstuhl gehen. So ein Hangar ist ordentlich laut, ne? Also gemütlich ein Buch lesen hier ist nicht. So, und das ist jetzt mein Medium-Hangar hier, den ich für die Corsair gerufen habe ursprünglich. Aber ja, ich habe auch meinen Large-Hangar gar nicht zur Auswahl. Also selbst wenn ich jetzt wieder nach oben gehe, habe ich diverse Server schon gewechselt und das hat alles nicht so geklappt, wie ich wollte. So, wenn wir jetzt auch gleich in einen anderen gehen. Also wie gesagt, die Corsair ist schon längst wieder gestort. Deswegen, wir können echt nur noch unseren Medium Hangar hier wählen. Also ich könnte wieder ein Large haben, wenn ich jetzt die Carrick rufen würde, aber das ist gerade nicht möglich, wieder in den Personal Hangar zurückzukommen, in dem wir eben waren. So, und jetzt zum Abschluss noch das Allerwichtigste bei den Frachtaufzügen. Die sind dort drüben. Hier so ein Medium Hangar sieht auch schick aus, ne? Also auf der Methode können wir uns die anderen Hangargrößen tatsächlich einmal angucken, aber also das sieht fast schon gemütlich aus. Mehr hätte ich gar nicht so wirklich gebraucht. Für die Corsair hat es auch gereicht. Aber da der Carrick halt eben Dienstschiff von Tyr ist und damit auch das größte Schiff, das ich besitze, ja, wurde es dann halt der Large Hangar. Das ist aber okay. Also später kann man sich ja sowieso Hangar kaufen und dann ist das ja der Fall. Je nachdem, wo ihr eure Residence platziert, dort wird dann auch euer Personal Hangar vorerst erstmal sein. Das kann später natürlich, wenn dann Star Citizen 1.0 draußen ist, anders sein. Vielleicht kann man sich das da auch erstmal, ja, irgendwo muss man sich den vielleicht hinmieten oder bekommt ihn dann bei seiner allerersten Startposition und man kann sich später ja dann verschiedene Hangar kaufen. Okay, so, der Fahrstuhl ist jetzt unten und was wir machen wollen ist folgendes, wir wollen hier zu diesen Dingern und ich habe uns extra 900 Bier geholt und ich will sehen, wie das gleich aussieht. Das Wichtigste überhaupt, die große Grimdeck-Regel, wenn kein Radegast, dann Smalls. So, jetzt muss der nur noch kaum der Fahrstuhl. So Leute, es ist soweit. Hier haben wir es. Perfekt. Gut, 900 Flaschen sind jetzt auch nicht so viel, aber ach, wie schön. Schaut euch das an. Genau dafür ist es gedacht. Mal schauen, irgendwann bekommen wir so einen ganzen Fahrstuhl voll. Perfekt. Was passiert, wenn ich da durchlaufe? Gar nichts. Schade, ich dachte, das ist jetzt so kling, 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 aber ja, liebe Leute, der Personal Hangar hier auf dem PTU 324, uns erwartet bald ein Fest, wenn das irgendwann live kommt. Und wir werden uns natürlich noch die anderen Features hier auf dem PTU anschauen, in anderen Folgen, unter anderem vielleicht die Outpost, solange der PTU online ist. Werde ich dort auf jeden Fall mal vorbeischauen. Also, bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge bei Out of Character PTU 324. Wir sehen uns im Verse.